Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, bevor wir dann zu unseren Canvas zurückkommen und dem Programmieren von Grafik. Und das ist das Notebook. So, was ist ein Notebook? Nun, das ist ganz einfach. So. So ein Notebook sind verschiedenen Fenster, die man hier aufklappen kann. Also ich kann hier zum Beispiel reinschreiben, hallo, ich habe mir hier so ein kleines Textfeld reingesetzt. Mein Name ist Frederik Weitz. So, und jetzt kann ich hier oben auf diese kleine Bombe draufklicken und kann sagen, Applaus kann ich eintippen. So, jetzt kann ich wieder zurückklicken. Da steht mein Text noch und hier steht mein Text auch noch. So, also das bietet uns sozusagen die Möglichkeit, verschiedene Fensterchen oder Unterfenster übereinander zu lagern und die dann eben auszuwählen. Und hier habe ich euch schon mal Bilder reingesetzt. Ich kann natürlich auch ganz normal erstmal Text nehmen. So, und das zeige ich euch jetzt in dem folgenden Video, wie wir das machen. So. Wir gehen erstmal hier in unsere ganz normale, in unser ganz normales Anfangsprogramm rein. So, das erste, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich mir aus diesem speziellen TTK-Modul, also import tkinter.ttk, import, und da hole ich mir jetzt das Notebook heraus. Und das ist das Erste, was ich mache. So. Und dann muss ich mir das natürlich auch initialisieren. Das geht ganz einfach. N ist gleich Notebook in Klammern root. Und jetzt packe ich mir das Notebook noch auf meinen Bildschirm. N.pack. Und ich möchte, dass das über die ganze Breite geht. Also mache ich fill ist gleich x. Also, und das wäre es schon gewesen, aber das Ganze sieht jetzt leider so aus. Ups, nicht so schön. So. Was ist das Problem? Das erste Problem ist, dass ich hier etwas noch hinzufügen muss. Und zwar muss ich jetzt hier zu dem Notebook Frames hinzufügen, leere Rahmen erstmal. Und das mache ich, indem ich mir zwei Frames definiere. Der Master ist jetzt das Notebook, also tippe ich ein N. Und ich gebe mal eine Höhe von 200 und eine Breite von 200 und eine Höhe von ebenfalls 200. So, das ist das Erste, was ich machen möchte. Und das wäre jetzt völlig sinnlos. So, ich möchte noch ein zweites mit dazu haben. Und das Ganze muss ich jetzt dem Notebook noch so hinzufügen. N.add. Das muss ich jetzt machen. Na, ich mache das aber ein bisschen schöner im Abstand. Dann F1 und einen Text. Erstes muss ich in Anführungsstrichen setzen. Und N.add. F2 und Text ist gleich zweites. So. Mehr muss ich nicht machen. Ich muss jetzt die Frames, die ich mir definiert habe, nicht extra noch auf den Bildschirm bringen. Ich muss die also nicht packen oder so, sondern das macht er jetzt automatisch. Und jetzt sieht das Ganze schon etwas freundlicher aus, nämlich so. So, ihr seht jetzt, ich habe zwei große Frames. Ich habe hier oben diese Reiter, erstes, zweites. Und damit habe ich eine
leere Anwendung, die noch gar nichts macht. So, da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu packen, weil das reicht mir jetzt hier alles noch nicht. Und ich möchte da jetzt, ich sag mal, zwei Labels reinsetzen. L1 ist gleich Label. Und hier achte darauf, dass der Master, also das darüber liegende Fenster, jetzt F1 ist, also das Frame, und nicht das Notebook. Ja, also da müssen wir drauf achten, F1, und dann schreibe ich als Text gleich Hallo. Und ich mache einen zweiten Label, und der ist für das zweite Frame, und Text ist gleich Tschüss. So, und die muss ich jetzt tatsächlich draufpacken. Das mache ich jetzt mit und Fill ist gleich X und 2 Punkt und Fill ist gleich X. So, damit die auf die ganze Breite auch ausgerichtet sind. Das gut, so. Ach hier, und jetzt gebe ich den noch Background Color White. Und dann gebe ich einen Background Color. Upsala. Na, sagen wir mal ein helles Blau, so, damit das besser zu sehen ist. So, und wir schauen uns das Ganze an und wie sieht es aus? Also hier, ja. Und hier haben wir Tschüss. Und ihr seht, jetzt ist das wieder kleiner geworden. Das heißt, sobald ich anfange, irgendwelche Sachen reinzupacken, akzeptiert der mir nicht mehr die vorgegebenen Werte. Also das ist genau dasselbe, was wir schon mal beim Frame hatten und beim Label Frame. So, ich kann zwar die Höhe und die Breite vordefinieren, aber sobald ich Elemente reinpacke, richtet er sich nach denen. So, deshalb habe ich jetzt auch bei meiner, bei dem Vorführobjekt habe ich da auch nochmal meine Textfelder reingesetzt, damit die nicht so klein und nackig dastehen. So, das mache ich jetzt auch hier mal. Ich nehme jetzt aber ganz einfach nur ein Textfeld, F1, und setze das auf die Breite von 30 und die Höhe von 15. Das ist das Erste. Dann kopiere ich mir das Ganze, weil ich dasselbe nochmal haben möchte, und setze das in das zweite Feld. Und jetzt muss ich das auch reinpacken. S1.pack und S2.pack. Und mehr muss ich hier gar nicht machen. Ups, da ist mein, immer noch mein Beispiel. Gut, und jetzt sieht das Ganze schon freundlicher aus. Oh, hier. So, das Bilder reinzusetzen ist im Prinzip genau dasselbe, also es ist auch nicht, nicht wesentlich komplizierter. Ich lade mir ein Bild, img1 ist gleich Foto, Image und dann File ist gleich D, Doppelpunkt, Schrägstrich, Icons, Schrägstrich. Das sieht nicht besonders hübsch aus, jedenfalls so wie ich das jetzt gestaltet habe, aber da kann man ja sich dann auch noch ganz andere Icons reinsetzen. Also ich glaube, diese eckigen Icons, die sind nicht besonders gut, um
die dort zu verwenden. Aber wenn ihr so rechteckige habt, die so flach liegen, dann könnte das Ganze schon schick aussehen oder schön sein. Gut, ich setze jetzt mal nur ein Icon mit hinein. So, wenn ich, wo übergebe ich dieses Icon? Das übergebe ich hier in diesem Befehl n.add. Und da setze ich jetzt mal Image auf img1, Komma. Und das ist auch wieder, solange ich das nicht durch einen besonderen Befehl markiere, verschwindet jetzt der Text. Das seht ihr gleich. So. Und jetzt habt ihr hier zum Beispiel, habt ihr ein Bild drin sitzen, aber keine Schrift mehr. Und hier habt ihr einen Text drin setzen. So. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, dass ich das Ganze miteinander verknüpfen möchte, Text und Bild. Und dazu gibt es den Befehl Combine. Moment. Mir denn nicht Combine, genau, ein Glück, dass ich jetzt geguckt habe, sondern Compound. Und Compound kann die folgende Werte annehmen. So, und zwar zum Beispiel Left. So, bin mir nicht sicher, ob man das klein schreibt. So. Left bezeichnet in diesem Fall die Position des Bildes. Und ich kann auch noch reinschreiben, zum Beispiel Top. Ich möchte also das Bild oben haben. So, jetzt steht das Bild über der Schrift. Oder ich könnte zum Beispiel Right und Bottom geht auch. Und ja, also, wenn ich hier eingebe, das kann ich auch noch machen. Ich könnte zum Beispiel hier eingeben Text. Das wäre eine Möglichkeit. So. Und wenn ich Text eingebe, dann verschwindet das Bild. Das ist ganz gut, wenn ich während des während das Programm läuft, noch etwas verändern will, dann kann ich das hier umändern. So, ich muss also nicht das Bild entfernen, sondern ich kann einfach durch Compound gleich Text, kann ich den, kann ich das umändern. Oder ich könnte sagen, ich möchte es ganz ohne Text haben, dann gebe ich Image ein. Das wäre eine Möglichkeit. So. Gut, okay. Ich finde das mit dem Top finde ich ganz schick. Und ja, das könnte man bei dem zweiten jetzt auch machen. Da gehört jetzt natürlich irgendwas Sinnvolles rein, ne? Gut, okay, das war das Notebook, wie man das programmiert und auf den Bildschirm bringt. Und ich denke, das ist gerade für Büroanwendungen, wo man zum Teil viele Daten, viele verschiedene Daten zu verwalten hat, ist das eine ganz sinnvolle Sache. So, deshalb wollte ich euch das auch noch mal zeigen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, fandet das nützlich, was ich euch gezeigt habe. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und kehren zu unserer Canvas zurück. Bis dahin.